Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich stelle euch heute wieder eine neue Blu-ray vor und zwar geht es heute um die Videospielverfilmung von Need for Speed. Ja, der Film kam am 20.03.2014 in die deutschen Kinos und ist seit dem 9.10.2014 überall auf DVD und Blu-ray erhältlich. Der Film lockte damals über 499.000 Zuschauer in die deutschen Kinos und spielte in Deutschland über 5,3 Millionen Euro ein. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und geht 131 Minuten. Ja, und so sieht das Ganze von vorne aus. Ich habe mich hier für die 3D-Version entschieden. Wir haben hier das ganz normale Kinoplakat, was auf der Blu-ray aufgedruckt ist. Das Ganze sieht dann so von hinten aus und von innen, Gott sei Dank, mit Wendecover und einem kleinen Flyer mit ja, Kapitelauswahl. Und ja, hier haben wir dann halt die Disc. Die sieht ein bisschen anders aus als das Covermotiv vorne. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Extras auf der Blu-ray. Wir haben hier das Gefühl von Geschwindigkeit, Need for Speed Reverse Trailer, also das ist glaube ich der Trailer zu dem Videospiel. Dann haben wir hier Familienbande, geschnittene Szenen, der Zirkus ist in der Stadt, Monarch und Mavericks Outtakes und Original-Kino-Trailer in Deutsch und in Englisch. Wir haben hier einen deutschen HD DTS 5.1 Surround Sound und ja. Das war's auch schon. Dann kommen wir zur Geschichte des Films. Toby, gespielt von Aaron Paul, den kennt man aus Breaking Bad, ist ein Mechaniker. Er hat so eine kleine Werkstatt und macht nebenbei illegale Straßenrennen. Um seine Werkstatt zu retten, die jetzt nicht ganz so gut läuft, nimmt er die Herausforderung von Dino an, einem Ex-Nesca-Rennfahrer, der gleichzeitig auch reich und sehr angesehen ist. Bei dem Rennen läuft leider was schief und Dino hängt ihn einen Mord an. Toby kommt für ein paar Jahre ins Gefängnis und nachdem er die Jahre abgesessen hat, kommt er auf Bewährung raus und will natürlich Rache und seine Unschuld beweisen. Und um das zu tun, muss er an einem geheimen Rennen teilnehmen. Das Problem nur, er weiß zunächst nicht, wo sich das Rennen befindet. Er braucht ein Auto, ihn sitzt ein Kopfgeldjäger im Nacken. Dino hat nämlich ein Kopfgeld ausgesetzt auf Toby. Und dann hat er auch noch Probleme mit der Polizei. Und dann beginnt auch schon eine Hetzjagd quer durchs Land. Ja, und den Film habe ich mir die Tage angeguckt und ich bin jetzt kein großer Need for Speed Fan. Ich habe nur ein, zwei Spiele gespielt und muss sagen, dass dieser Film wirklich sehr gut verfilmt worden ist. Also der hat wirklich sehr viele Elemente aus den Spielen mitgenommen. Das finde ich richtig gut. Mir hat der Film sowieso sehr, sehr gut gefallen. Der Film bietet wirklich tolle Action, geile 3D-Effekte. Also da waren hier und da noch ein paar nette Pop-Out-Effekte. Also jetzt nichts Großartiges, aber dennoch sehr, sehr schön anzusehen. Die 3D-Optik sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Der Sound im Film ist auch mega bombastisch. Die Autos sind hier wieder richtig geil. Also genauso wie im Spiel, so aufgetuned und super toll dargestellt. Dann haben wir hier einfach nur ja, Action vom Feinsten. Die Rennen, die sind wirklich sehr, sehr gut inszeniert. Und es geht wirklich hier mehr um Autorennen, um Autos. Und ja, die Geschichte wird halt ein bisschen in den Schatten gestellt. Aber das ist auch kein Problem, denn es ist ja ein Autorennenfilm und um Autorennenfilm soll es ja gehen. Ich finde den stellenweise ein bisschen langatmig. Also ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber die hätten hier und da ein bisschen kürzer treten können. Das hätte der Film jetzt nicht geschadet. Also ich muss sagen, dafür, dass ich mir den Film blind gekauft habe, war ich doch sehr positiv überrascht. Den Trailer fand ich jetzt nicht ganz so gut, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber da ich ja sehr viel Positives über diesen Film gehört habe, wollte ich mir den auf jeden Fall angucken und ja, ich bin wirklich sehr, sehr überrascht und Fans dieses Spiels kommen bestimmt auf jeden Fall auf ihre Kosten und Fans von solchen Filmen auch auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen, diesen Film, wer den noch nicht gesehen hat, kann sich den auf jeden Fall bedenkenlos kaufen. Ja, und wer den Film noch nicht kennt, den Trailer verlinke ich euch hier auf dem Plakat. Dort könnt ihr euch den Trailer mal ansehen. Und dann war es das auch schon von meinem Video für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin verabschiede ich mich, wünsche euch noch viel Spaß beim Filme schauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.